Herzlich willkommen zum Home Workout Nummer 6 der Bayreuther Sonntagszeitung und vom Dynamic Fitness in Bayreuth im Grunau Park. Ich bin wieder euer Trainer, der Philipp, und heute habe ich mir was ganz Spezielles für euch überlegt, und zwar ein schönes Cardio-Training, dass die Pumpe mal wieder richtig arbeiten muss. Ich erkläre euch die schwierige Variante und die leichte Variante. Auch bei der leichten Variante werdet ihr ordentlich in Schwitzen kommen. Und zwar machen wir Folgendes, wir bringen was Neues mit rein, und zwar eine sogenannte Leiter. Unsere Leiter schaut wie folgt aus. 2, 4, 6, 8 Wiederholungen von jeder Übung. Und zwar sind unsere Übungen, mit denen wir uns beschäftigen, heute einmal die Squat-Jumps. Ein Squat-Jump schaut wie folgt aus. Ihr geht einmal so tief, wie es für euch möglich ist, in die Hocke, kommt nach oben, streckt euch, Füße sind weg vom Boden. Ja? Das sind die Squat-Jumps. Danach machen wir einmal unsere Push-Ups. Ja, für die, die sich richtig hart geben wollen, machen die Push-Ups ganz normal. Die leichtere Variante ist, ihr dürft sie natürlich auch auf den Knien machen. Übung 2. Übung Nummer 3 werden die Lunges werden. Lunge könnt ihr entweder nach vorne oder nach hinten machen. Ich persönlich bin immer ein Freund eher von nach hinten. Sprich, wir gehen einmal tief, Knie berührt den Boden und kommen wieder hoch. Wie gesagt, 2 Wiederholungen von jeder Übung, dann 4, dann 6, dann 8. Danach habt ihr insgesamt 90 Sekunden Pause und wir wiederholen das Ganze noch zweimal, dass wir insgesamt auf 3 Runden kommen. So, ich bereite mich jetzt vor, ich mache euch eine komplette Runde vor und ihr könnt mal schauen, wie schnell es ihr seid. Natürlich, wir nehmen die schwierige Variante auch bei den Liegestützen, seid euch aber nicht zu schade, wenn ihr die leichte nehmt, irgendwann tut's. Gut, ich hoffe, ihr seid startklar. Ich bin's auch. Dann würde ich sagen, 2, 4, 6, 8. Viel Spaß. Schauen wir mal. Und dann sehen wir schon. Also bereit in 3, 2, 1 und los geht's. Wir starten, wie gesagt, mit den 2 Jumps. Dann machen wir 2 Push-Ups. Dann geht's nach oben. 2 Lunges. Dann kommen wir zu 4 Jumps. Dann gehen wir zu den 4 Push-Ups. 4 Lunges. Schaut trotzdem, dass euer Core schön angespannt bleibt. Dann kommen wir zu 6 Runden. 6 Lunges nach hinten. Wenn wir die 6 haben, letzte Runde. 8 Jumps. 8 Push-Ups. 8 Lunges. Puh! Das war eine Runde. Ihr merkt schon, auch ich bin ordentlich in Schwitzen gekommen. Wir machen 90 Sekunden Pause und dann machen wir das Ganze noch zweimal für die 3 Runden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, kommt ordentlich ins Schwitzen. Wenn ihr Anregungen, Wünsche habt oder Übungswünsche für Muskelgruppen etc., schreibt es unten in die Kommentarleiste. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt Training mit der Bayreuther Sonntagszeitung und dem Dynamic Fitness. Viel Spaß!